In einem kürzlich veröffentlichten Video habe ich einige meiner Geschäftsideen vorgestellt. Heute wollen wir eine dieser Geschäftsideen testen, und zwar anhand eines Startup-Programms, das ich im Internet gefunden habe. Los geht's! Okay, also ich habe mir jetzt eine Geschäftsidee ausgesucht, nämlich AI Consulting. Artificial Intelligence ist ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert, und ich glaube, dass der Bedarf nach guter Beratung über die Themen künstliche Intelligenz sehr stark anwachsen wird. Dementsprechend war eine der Ideen, eine AI Consulting Firma aufzubauen. Ich bin hier auf dieses Startup-Programm gestoßen, und wir werden jetzt einfach zusammen mal durchtesten, wie dieses Startup-Programm funktioniert. Und zwar heißt dieses Startup-Programm Antler Launch Academy. Ich habe in Google einfach eingegeben Antler Launch Academy und bin auf diese tolle Seite hier gestoßen. Ist sehr schön aufgebaut. Lass uns zusammen beginnen. Start now. So, sign up. Lass uns einfach mit Google uns hier anmelden. Also mir ist klar, dass das natürlich der ultimative Lead-Generator ist für dieses Unternehmen, weil ich gebe hier sehr viele Informationen von mir preis. Ich gebe meine Geschäftsidee her. Das heißt, Sie können gleich raussortieren, was sind die guten Geschäftsideen, was sind die schlechten Ideen. Und dann auch in ein Funding vielleicht in weiterer Folge übergehen. Das heißt, natürlich ist das quasi ein beidseitiges Geschäft, das wir hier durchführen. Also, lass uns ein paar meiner Informationen preisgeben. Aber es ist zum Glück auch ein fiktives Unternehmen. A few moments later. What's your LinkedIn? Mm-hmm. That's my LinkedIn. Where did you hear about us? TikTok. Also, das hat ja gut funktioniert. 4 Minuten 30 die Anmeldung. Go to your dashboard. Also, wir sehen hier die Launch Academy. Ich weiß gar nicht, ob ich das rechtlich zeigen darf. Aber ich werde einfach ein paar Sachen rausschneiden. Okay, of course you will be... Get started. Learn, build and collaborate. Learn, build now. Collaborate, build boldly. 9 days, 0 days left to join. Live cohort. Ich mag nichts live machen. Learn, build. Ja, ich will gleich was bilden. Genug gelernt im Leben. Internationale Betriebswirtschaft, Magister. Reicht, glaube ich. Also, start building. Aha, how exciting. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Mission. Okay, Part 1. Ideating. Ja, okay. How do I start this? What do I do here? Boring. A few inches later. Getting started. How to use it. Okay, ich muss auf diesen kleinen Pfeil hier drücken. Duplicate this workbook. How? Top right of the screen. Warum wird das nicht automatisch gemacht? Nochmal einloggen. What is going on? Das habe ich doch gerade alles ausgefüllt. Jo. 2000 years later. Was mache ich hier? Ah. Okay. Das heißt, ich muss jetzt ein paar Masterclasses anschauen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Servus. Wie kann ich den Speed nach oben setzen? Ja, damit fangt man an, sich selber vorstellen. Okay, ich bin gerade drauf gekommen, dass allein die Masterclass 1 50 Minuten dauert. Ich glaube, ich baue mein Startup ohne diese Launch Academy auf. One hour later. Okay, ich habe mir das jetzt wirklich angetan und habe mir diese gesamte Stunde angesehen, und ich muss sagen, nicht schlecht. Also, good job, wie war sein Name? Keine Ahnung. Um die Stunde zusammenzufassen, erstens solltest du dir die Frage stellen, welches Problem löst du eigentlich? Ich bin ja hineingegangen mit, ich möchte AI-Consulting machen, aber die Frage ist, naja, welche Probleme löse ich?
damit. Mir hat besonders gut gefallen das Zitat Fall in love with the problem, not the solution. Weil AI Consulting ist ja eine Solution. Aber what's the problem? Das heißt, das ist der erste Schritt, den du dir bei deinem Startup gleich am Anfang stellen kannst. Ich bin dann mit ein paar Punkten aufgekommen. Also erstens einmal die Unwissenheit über die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz überhaupt. Ich glaube, in den meisten Unternehmen Österreichs oder überhaupt Europas, ja, die haben ein bisschen was davon gehört, aber die sehen nicht das riesige Potenzial, das hinter künstlicher Intelligenz oder Machine Learning steht. Dann ist die zweite Frage natürlich, wie überhaupt AI anwenden? Wie bekomme ich überhaupt Zugang dazu? Das heißt, selbst wenn ich sehe, ich könnte es für mein Unternehmen anwenden, aber wie? Dann könnte ein Problem natürlich sein, die Angst vor der technischen Entwicklung, also das Problem, das AI Consulting lösen könnte, wäre eben, den Leuten zeigen, das sind die Möglichkeiten, so kannst du reagieren auf diese Entwicklung, das kommt auf uns zu, das heißt, überhaupt Aufklärung auf diesem Gebiet schaffen. Dann, wie aufwendig ist es überhaupt, AI zu implementieren? Also auch eine Frage der Ressourcen. Wie stelle ich meine Produktions- oder Dienstleistungsprozesse dahingehend um, dass eben künstliche Intelligenz hier nützlich sein kann und wo übersteigt der Nutzen die Kosten und umgekehrt, wo ist es zu teuer, es zu implementieren? Und dann überhaupt, was sind die Grenzen von Machine Learning, weil AI ist natürlich so ein Überbegriff, ein schwammiger, aber was kann das Ganze, was kann es nicht? Das sind die Probleme, die momentan da sind aus meiner Sicht. Also immer die Frage, deine Dienstleistung, was ist die Antwort, aber was ist eigentlich die Frage? Naja, dann habe ich ein bisschen Research gemacht. Sie haben empfohlen, ja, da musst du schauen, was gibt's für Competitors, was gibt's für Konkurrenzen schon auf dem Markt, und habe einfach mal AI Consulting in Google eingegeben und bin auf diese tolle Firma hier gestoßen, Bringing Artificial Intelligence to Your Organization, also genau das, was ich eigentlich machen wollte. Und die haben auf ihrer Seite wiederum die AI Landscape Austria hier aufgezeichnet. Irrsinnig spannend, also richtig irre, was hier alles schon passiert in Österreich. Hier sehen wir diese Infografik, 120 plus Startups, 50% davon natürlich in Wien, 20% jährlicher Growth und hier die unterschiedlichsten Firmen in Automobil, Big Data, Cleantech, EduTech, EnergyTech, Enterprise, all diese Firmen, die sich mit Artificial Intelligence offensichtlich schon auseinandersetzen. Das heißt, das wäre natürlich für mich auch eine Möglichkeit, okay, vielleicht nichts Eigenes zu gründen, sondern entweder dort direkt oder bei einer dieser Firmen vielleicht einmal zu schauen, ob sie interessante Jobs haben, die, wo ich etwas weiterbringen kann, die gut für die Welt sind, die gut bezahlt sind und wo ich vielleicht etwas lernen kann. Also allein dieser Research hat mir schon sehr viel geholfen, muss ich sagen. So, das war Teil 1 von dem Versuch, meine Idee zu validieren beziehungsweise überhaupt in Richtung Startup zu gehen oder wiederum Möglichkeiten für die Zukunft zu finden. Frage an euch, lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob ihr gerne Teil 2 auf dieser Journey sehen wollt. Einfach in die Kommentare schreiben. Danke, bis bald.